Der Messeherbst bricht an und ganz viele Firmen investieren in ihren Messeauftritt. Da werden Landschaften gezaubert und Catering-Zeilen installiert. Sprich, die Investitionssumme ist nicht unerheblich. Jedoch, wo war in dieser kleinen Auflistung der wichtigste Teil der Messeaktivität? Der Mensch? Dazu spreche ich heute per Telefon mit Andreas Wall-Billig, Pressesprecher der Messe Stuttgart, somit ein ausgesprochen erfahrener Experte im Erleben von Standpersonal. Wann beginnt denn eigentlich ein Messeauftritt überhaupt? Ja, wichtig ist, dass man sich im Vorfeld der jeweiligen Messe überhaupt Gedanken macht, was möchte ich mit meinem Messeauftritt erreichen? Geht es darum, dass ich Abverkäufe direkt auf der Messe habe? Geht es mir um ein gutes Nachmessegeschäft? Geht es darum, meine Bekanntheit zu steigern? Möchte ich im B2B-Bereich oder im B2C-Bereich eine Veranstaltung besuchen? Das sind alles Fragen, die man vorher für sich klären und definieren muss. Und das hat dann natürlich absolut Einfluss darauf, wen stelle ich denn eigentlich bei mir an den Stand? Wer betreut meinen Stand? Wer kommt mit den Kunden in Kontakt? Und was machen diese Menschen dort mit den Kunden? Und was erleben Sie da täglich auf den Ständen Ihrer Messe? Ja, also wir haben da, sage ich mal, die komplette Bandbreite. Das geht von ganz aktiven Gesprächen, Beratungsgesprächen, intensiven Diskussionen, aber auch, sage ich mal, wo man wirklich in die Produkte ganz tief einsteigt. Wenn wir jetzt mal die Ausbildungen nehmen der Mitarbeiter, die Sie erleben auf den Messeständen, ganz egal, ob das eigene Mitarbeiter sind oder auch gebuchtes Personal, wie sehen Sie das denn? Also aus unserer Sicht ist das Standpersonal ganz essentiell und entscheidet zu einem Gutteil mit über den Messeerfolg. Also die Zeiten, in denen Hostessen einfach nur Prospekte ausgegeben haben, die sind vorbei. Damit gewinnt man heute wirklich im Messewesen keinen Blumentopf mehr. Man muss es so sehen. Der Kunde kommt mittlerweile bereits sehr gut informiert auf die Messe. Er informiert sich im Vorfeld im Internet, der dann sagt, jetzt brauche ich einfach jemanden, der mich bei der Hand nimmt. Und das ist das, was das Erfolgsprodukt Messe ausmacht, dieser persönliche Kontakt. Und erst wenn das gegeben ist, richtiges Standpersonal mit dabei ist, dann hat man auch als Messebeschicker, sage ich mal, ein richtiges Erfolgsprodukt. Bei so einem knackigen Thema reicht uns ein Beitrag einfach nicht aus, deswegen verteilen wir ihn auf zwei. Nächste Woche der zweite Teil. Für heute schon mal Dankeschön an Andreas Wall-Billig von der Messe Stuttgart. Öfters etwas Neues ausprobieren, mein Impuls für Sie. Bis nächste Woche, Ihr Bernd Kollmann.